Ah, da war das mit dem, was langsam ausgeht, stimmt. Aber die Kristalle gehen langsam aus. Genau, das war's, ja. That counts a magical item. Home, the monsters used crystals to navigate. Okay, ja. Und das habe ich gedacht vorhin. Warte, ich gehe zuerst da lang, weil da ist noch eine Lampe und hier ist eine Sackgasse. Gut. Ja, das haben wir noch nicht gesehen, das habe ich vorhin rausgeschnitten, die Kombination, deswegen lasse ich sie mal drin. Machen wir zuerst clean. Ach ja, und ich habe mich beim Angriff... Oh shit, die Attacke haben wir auch noch nicht, gar nicht gesehen. Oh shit, und schon fast tot. Zuerst Mercy oder machen wir zuerst Mercy da? So Slime Sound. Oh fuck. No. Okay, wir müssen uns zuerst heilen. Dog Salad! Jetzt ist Dog Salad, ich vertraue dir, you eat Dog Salad. Oh, there are bones, you recovered 2 HP. Fuck. Okay, dann müssen wir was anderes auch noch essen. Hey, wie komme ich wieder auf Page 2? Haben wir nur eine Page? Are those claws natural? Ah ja, die Tempelflex haben wir ja verfüttert, okay. Chestle Wiggle. So, ich wollte noch gucken, was passiert bei Lie Down. You lie down. Molberg lies down too. Molberg understands life now. Das haben wir von Napsterblock gelernt. Ich musste gerade überlegen, ob Napsterblock der richtige Name war, deswegen dieses Stocken. Smells like a bait shop. Okay, Anhag. Und Speer. Gut. Gehen wir weiter. Wipp. So, da vorne war, glaube ich, auch eine Sackgasse, oder? Ja. Ich glaube, den Weg kann man auch noch so ein bisschen sehen, wenn man den Bildschirm hell genug eingestellt hat. Und man sieht auch, dass es da nicht weitergeht. So. Aber Waterfall ist, glaube ich, gar nicht mehr so lang. Ich glaube, das ist das letzte Puzzle. Ja, sieht ganz danach aus. Dass es bald zu Ende geht hier. Und es wird immer dunkler. Okay, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Behind you. Alter, das... Also, Undyne, da muss ich ja sagen, das war echt nicht schlecht gerade, das Ganze aufzusetzen. Seven. Seven human souls. With the power of seven human souls, our king, King Asgard Remor, will become a god. With that power, Asgard can finally shatter the barrier. He will finally take the surface back from humanity and give them back the suffering and pain that we have endured. Understand, human? This is your only chance at redemption. Give up your soul, or I'll tear it from your body. And then I'll help you fight! Danke, Monster Kid. Yo! You did it! Undyne is right in front of you! You've got front row seats to your fight! Wait. Who's she fighting? Hey! Gott, Undyne muss dieses Kind schon so hassen. You aren't gonna tell my parents about this, are you? Da sind wir gerade nochmal davon gekommen. Und wir haben jetzt einen neuen Weg offen. Wieder mit ein paar Echo Flowers.
You hear a passing conversation. If I say my wish, you promise you won't laugh at me? Of course I won't laugh. Someday, I'd like to climb this mountain we're all buried under, standing under the sky, looking at the world all around. That's my wish. You hear laughter. Hey, you said you wouldn't laugh at it. Sorry. It's just funny. That's my wish, too. Das finde ich ziemlich traurig. However, there is a prophecy. The angel, the one who has seen the surface. They will return and the underground will go empty. Frage ist nur, aus welchem Grund, entweder weil alle an die Oberfläche kommen oder weil er sie alle abschlachtet, je nachdem welcher Engel das ist. Yo! Yo, I know I'm not supposed to be here, but I want to ask you something. Man, I've never had to ask anyone this before. Yo, you're a human, right? Man, I knew it. Well, I know it now. I mean, Undyne told me, stay away from that human. So, like, I guess that makes us enemies or something. But I kind of stink at that. Yo, say something mean so I can hate you. Please. No. Yo, what? So I have to do it? Here goes nothing. Yo, I hate your guts. Man, I am such a turd. I'm gonna go home now. Yo, wait, help! I tripped! Wie immer, oh shit, Monster Kid, wir müssen dir helfen. Yo, dude, if you wanna hurt my friend, you're gonna have to get through me first. Und plötzlich ist Monster Kid auf unserer Seite. Und will Undyne uns noch töten? Ich meine, sie hat gerade gesehen, dass wir nicht so schlecht sind. She's gone. Yo, you really saved my skin. Guess being enemies was just a nice thought. Well, just have to be friends instead. Man, I should really go home. I bet my parents are worried sick about me. Later, dude. Okay. Vielleicht haben wir Undyne jetzt endlich vertrieben, weil sie gesehen hat, hey, er ist zwar ein Mensch, aber doch nicht so schlecht. Vielleicht müssen wir gar nicht kämpfen. Seven human souls and King Asgore will become a god. 6. That's how many we have collected thus far. Understand? Through your 7th and final soul, this world will be transformed. First, however, as is customary for those who make it this far, I shall tell you the tragic tale of our people. Ja, Storytime hatten wir noch nicht die ganze Zeit. It all started long ago. No. You know what? Screw it! Why should I tell you that story when you are about to die? Yeah. Was, Undyne ist ein Mädchen? Yo! You're standing in the way of everybody's hopes and dreams. Alpha's history books made me think humans were cool, with their giant robots and flowery swordswomen. But you? You're just a coward, hiding behind that kid so you could run away from me again. And let's not forget your wimpy goody two-shoes shtick.
Oh, I'm making such a difference by hugging random strangers. You know what would be more valuable to everyone? If you were dead. That's right, human. Your continued existence is a crime. Your life is all that stands between us and our freedom. Right now, I can feel everyone's hearts pounding together. Everyone's been waiting their whole lives for this moment, but we're not nervous at all. When everyone puts their hearts together, they can't lose. Now, human, let's end this. Right here, right now. I'll show you how determined monsters can be. Step forward when you're ready. So, the wind is howling, you're filled with determination. Das wird jetzt ein sehr spannender Kampf. Determinated human versus determinated monster. That's it then. No more running away. Here I come. On guard. Undyne attacks. Sieht so aus, als müssten wir doch kämpfen. Zuerst machen wir check. The heroine. Heroine. That never gives up. As long as you're green, you can't escape. Unless you learn to face danger head on. You won't last a second against me. Und wir haben ein Schild. Wir müssen ihre Attacken abwehren. Und dann draws her finger across her neck. So, wir haben hier zwei Sachen. Wir haben Challenge, das ich gleich mal am Anfang mache. You tell Undyne her attacks are too easy, the bullets get faster. Da kann man den Kampf schwerer machen. Warum man das will, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Not bad then, how about this? Oh shit, da war ich zu früh. Toll. Undyne towers threatening und man kann auch platt machen. You told Undyne you didn't want to fight, but nothing happened. For years we've dreamed of a happy ending. Undyne flips her spear impatiently. Plan! You told Undyne you didn't want to fight, but nothing happened. And now sunlight is just within our reach. Undyne flips her spear impatiently. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit dem Plaid noch funktioniert, weil ich zuerst das Challenge gemacht habe, aber ich probiere es. But nothing happened. Normalerweise werden da für eine Runde, glaube ich, die... Won't let you snatch away from this. Weil normalerweise anderen Points heroically towards the sky können die Attacken dadurch auch ein bisschen leichter werden, aber ich glaube nur für eine Runde. So, das war's. You told me you just want to be friends. You remember someone? Ja, okay, jetzt kommt es. Her attacks became a little less extreme. Ja, okay. Ich hab's jetzt auch gemacht. Enger! Enough warming up! Oh, fuck. Sie hat mich verarscht. Ich hab das vergessen, dass das kommt. And then points her okay towards the sky. Plaid. Told her then you just want to be friends. She remembers someone. Her attacks became a little less extreme. Heh, you're tough! Die Attacke war vorhin schon mal stärker an dein. An dein bounces impatiently. You told Undyne you just want to be friends with me, someone, ja. Yeah. But even if you could beat me. Undyne thinks of her friends and pounds the ground with her fists. No human has ever made it past Asgore. And holds her fist in front of her and shakes her head. You told them that you just want to be friends? Honestly, killing you now is an act of mercy. Oh fuck, sie hat mich verarscht. And suplexes a huge boulder just because she can. Oh, nothing happened. Okay, ich glaube, jetzt passiert nichts mehr. Gott. Impatiently. Ja, sie wird ein bisschen ungeduldig. Shit, ich hätte vielleicht mehr Heilung mitnehmen sollen. Nehmen wir mal die Ice Cream. Is this as sweet as you? Your HP was maxed out. So stop being so damn resilient! Oh.
Ja, ich meine, Andein, du siehst nicht mehr so gut aus. Draws a finger across the neck. Ja, Andein. Du wirkst ein bisschen nervös. Vielleicht nutze ich das einfach. Weil es gibt eine Taktik, ne? Die ultimative Taktik gegen jeden noch so starken Gegner. Wenn alles aus ist, ne? Dann gibt es eine Taktik, wo man jeden Gegner noch irgendwie in die Knie zwingen kann. Und zwar hat Joseph Joestar das auch gern gemacht. Wegrennen. Goodbye. I don't wanna play anymore. Da unten haben wir übrigens wieder das Eis gesehen. You've escaped from me for the last time. Okay, das hat nicht so hingehauen. Bitte verschon uns. Elf has told me humans were determined. Fuck. Ah ja, jetzt kommt das mit den Richtungswechselnden. An ein Flash of menacing smile. Ja, das sehe ich. Told him he didn't want to fight, but nothing happened. I see now what she meant by that. Oh. But I'm determined too. Ja, das habe ich gemerkt. Smells like sushi. Where seen fishes. Determined to end this right now. Ja, dann beende das mal. Oh fuck. Holds her fist in front of her and shakes her head. Okay, Zeit für Monster Candy. You ate the Monster Candy, you recovered 10 HP. Right now! Sagst du jetzt so lange right now, bis es vorbei ist? Weil da kannst du das noch länger sagen, Undyne. Right now. Towards the sky. Sie wird ein bisschen erschöpft. She remembers someone, okay. Yeah, die already, you little brat! Oh fuck, okay. Aus, pfui! Smells like sushi, das stinkt. Dein Gesicht hat sich wieder ein bisschen verändert. Ich renne jetzt weg. Das war's. No. Welcome to. Stop running away. Okay. Das mit dem Wegrennen, das bringt's voll. Don't slow me down. Welcome to Hotland. Ring. Hey, what's up? I was just thinking, you, me, and Undyne should all hang out sometime. I think you would make great pals. Let's meet up at her house later. Click. Ja, Papyrus, du Arschloch. Come back here, you little punk. Ich kann das den ganzen Tag machen. Sans, halt sie auf! Dankeschön, Sans, dass du schläfst und sie dich deswegen scoldet. I'm so hot, but I can't give up. Joa. Wir können jetzt theoretisch natürlich auch einfach weitergehen und Undyne sterben lassen, aber wir sind ja ein freundlicher Mensch. Deswegen helfen wir ein bisschen. Give Undyne the water. Yes, of course. So, ist jetzt der Moment gekommen, wo Undyne gemerkt hat, dass wir keine schlechte Person sind?
Endlich, bitte. Gut, Papyrus hat uns angerufen. Wir treffen uns bei Anleins Haus und hängen mit dir ab. Und Sans hat sich verpisst. Sag mal, ist da trotzdem Schnee auf dem Dach? Sans, was stellst du an mit der Realität? Ja, da das Welcome to Hotland-Schild, weil das ist das nächste Gebiet. Aber ja, zuerst Party bei Anleins.